Also guten Morgen, liebe Leute. 6:48 Uhr, wir hauen gleich ab. Anouk muss zur Schule. Heute mal ein bisschen früher. Danach Frühstück, Laden. Früh am Morgen. Ich setze mich auf das Kissen drauf. Oh! Brennnesseltherapie. Das ist gar nicht schön. Jo. Was ist denn das für eine Bande? Wir verschlafen alle. Ohne das Haare. Ola ist voll wach. Hey. Ganz verschmitzt. Das siehst. Anouk sieht zerstört aus. Hast du deine Haare gekämmt, Mäuschen? Los, komm. Immer. Zu Hause jetzt. Dann warten wir auf Mama, dann nimmt's Frühstück, dann kümmern wir uns um das Paket auch. Was? Wie verhext ist? Ich hab da eine Uhr gekauft und die sollte aus, ja keine Ahnung wo hier, irgendwo in der Nähe von Aschheim hierher geschickt werden. Und die ist seit 2 Wochen unterwegs, wurde mit zwischendrin schon beschädigt, das Paket. Warum auch immer, keine Ahnung, ob dein Postmitarbeiter mal nachgeguckt hat, was drin ist, keine Ahnung. Das ist natürlich alles sehr interessant. Dann haben wir da öfter schon angerufen und gesagt, das ist falsch, dass das wieder zurück nach Aschheim geschickt wird. Das war ja schon in Rüdersdorf. Und von Rüdersdorf aus, was bei uns in der Nähe ist, wieder zurück nach Aschheim geschickt worden. So, dann haben wir da angerufen und gesagt, das geht nicht, warum ist das in Aschheim? Dann wurde geschrieben, ja, es ist beschädigt. Dann wurde geschrieben, irgendwann, es verzögert sich. Dann wurde irgendwann geschrieben, das Paket ist fehlgeleitet worden. Es muss wieder in die Region des Empfängers transportiert werden. Dann wurde es wieder nach Rüdersdorf transportiert und jetzt ist es wieder in Aschheim. Also keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie kommt es über Rüdersdorf nicht drüber weg. In Rüdersdorf scheint irgendein Scanner kaputt zu sein. Also so ein Aschheim-Scanner. Und jetzt ist es wieder in Aschheim. Seit 2 Wochen, seit guten 2 Wochen ist das unterwegs. Und das geht leider nicht um Klacks oder so wieder. Das ist wieder so ein bisschen so eine Nummer. Das ist halt Geld, was da drin ist, wa? Sozusagen. Wie kann das nicht sein? Wie kann das nicht sein? 2 Pakete jetzt. Haben wir beide Pakete sind weg. Jetzt beide Pakete. Unabhängig voneinander. Das eine, das andere, unabhängig voneinander. Ich glaube, wie sauer ich bin. Wie sauer ich auf die Post bin, dass das nicht klappt. Im Ansatz nicht klappt. Das
beide Pakete, die wertvolle Sachen enthalten, sind beide Pakete weg. Wie kann das nicht sein? Das eine wird fehlgeleitet und beschädigt und nachverpackt. Das nächste geht an irgendeine Adresse, auf einmal irgendeine Adresse von einer Kleingartenkolonie. Sag mal, ist doch alles klar bei euch? Was soll denn das? Wer schickt denn was an eine Kleingartenkolonie? Da werde ich doch, da wird man noch komisch. Das ist doch alles nicht wahr, ey. Oh. Eine Kleingartenkolonie. Ja, ist doch logisch, dass das gefaked ist. Dass da einer irgendwie umleitet. Irgendwie die Pakete aufmacht, kontrolliert, umleitet. Und das ist doch. Was soll das? Und das andere ist ja schon aufgemacht. Das ist ja das Bekloppte. Das Irre daran. Das war ja schon offen. Jetzt fahre ich durch die Gegend und suche einen Postmenschen, der hier ausliefert. Um den dann abzufangen und zu fragen, wie sieht es denn aus? Framstraße 24, ich habe da ein Paket für Müller. Ja? Und dann bitte einmal mir geben. Ich habe nicht mal einen Ausweis dabei. Das Paket sehen, wer da rumgeschmiert hat oder wenn da Framstraße 24 drauf steht, dann muss man das in Frage stellen. Da existiert kein Müller, der darf da nicht ankommen. Ich weiß ja, was das Paket enthält. Also, das ist ja ein Irrsinn. Ist das, wie kann sowas sein? Warum passiert mir sowas? Warum passiert das bei beiden Paketen, die nahezu zeitgleich losgeschickt werden aus Süddeutschland? Ich meine, wo man nun wirklich nicht alle ehrlich und so und diesen das, nee, ich vergesse es, ey, sind alles. So, bitte, fahr! Ist eine absolute Frechheit, ist das? Eine absolute Frechheit hat der bei DHL einfach aufgelegt. Ich fasse es nicht. Was ist das denn für ein. Ist das. Also, das nehme ich jetzt auf. Das kann ja nicht sein. Ich wollte es ja nicht aufnehmen, den ganzen Schnulli. Aber das nehme ich jetzt auf. Das kann nicht wahr sein. Der hat bei DHL einfach aufgelegt, weil ich ihm zu viele Fragen gestellt habe. So, was habt ihr denn da für Mitarbeiter? Bitte haben Sie Verständnis dafür. Ich fass es nicht, ey. Der regt mich auf ohne Ende. Punkt. Vielen Dank. Das gibt ein Riesenbrimborium. Bitte nennen Sie uns eins der folgenden Stichworte. Reklamation. Bitte sagen Sie uns jetzt. Ja, schönen guten Tag, Müller, mein Name. Und zwar habe ich eine Frage zu einem Paket von uns, was sich schon seit mehr als 2 Wochen auf Irrfahrt befindet. Die Paketnummer, Sendungsnummer, wäre die 35. Ich danke Ihnen. Ich muss in diesem Fall kurz mit unserer DHL-Abteilung verbinden, weil Sie momentan mit der Briefabteilung der Deutschen Post verbunden sind. Ach, wieso denn? Tatsächlich um ein Paket. Ja. Die gleiche Nummer, nur die Abteilung ist, leider wurden sie vom System falsch verbunden. Ah, okay. Ich stelle sie direkt zu einem Kollegen. Okay, alles klar, danke. Ja, hallo, Müller mein Name. Ich rufe aus Berlin an und zwar versuchen wir verzweifelt zu eruieren, wo sich jetzt unser Paket befindet, was sich seit 2 Wochen irgendwie zwischen Berlin und München irgendwie hin und her fährt. Die Sendungsnummer dafür ist die 3586. Ich stand da die ganze Zeit und hat zugehört. Er hat gewartet. Er hat gewartet, ganz geduldig. Und der eine von der Post, der hat aufgelegt. Der hat einfach aufgelegt. Das
du weißt auch. Hier. Ich hab. Guck. Jetzt steht nämlich wieder was anderes drin. Ja? Jetzt ist es schon neu? Ich hab dich registriert bei der Post erstmal, wa? Ja, aber ich habe in letzter Zeit ja auch so Arschnasen am Telefon. Wenn man mal ein bisschen genauer nachfragt. Oh, der ist aufgeregt. Ich könnte mich beschweren über den. Wenn ich jetzt das aufgenommen hätte. Weißt du, aber wenn du ein bisschen genauer nachfragst oder einfach mal Sachen erklärt haben willst und die das nicht können, dann sind die total arschig. Ja, ich sag ihm jetzt nochmal, was hier steht. Sagt er, hat er mir dreimal gesagt. Ja, das auch für dich. Ich meine mit dem MRT-Termin. Die hat ja auch die Krise mit mir. Warum zur Hölle kann nicht diese zwei Pakete einfach ankommen? Warum sind beide Pakete für... Ja, hallo, Müller, mein Name. Ich rufe aus Berlin an und zwar geht es um ein Paket... was offensichtlich die Zustellung leider nicht möglich ist, weil da irgendwas mit der Adresse oder mit der Straße nicht stimmt. Die Sendungsnummer ist JJD. Naja, drauf steht wahrscheinlich die falsche Straße. Die belieferte ist meine Frau, die sitzt neben mir, Marlies Müller. Und es geht wohl in, steht wohl Framstraße 24 drauf. Die aber falsch ist, weil die Framstraße 24 existiert gar nicht. Das ist eine Kleingartenkolonie etc. Keine Ahnung, wer dort dies eingegeben hat. Weil vielleicht hat sie auch der Computer falsch gelesen, keine Ahnung. Es muss halt, die Sache ist, wie kann man das jetzt ändern, dass es sozusagen an Marlies Müller geht, aber in der Birknerstraße 23. Wie kann man das... Das können wir leider nicht ändern, weil der Datenschutzgesetz sagt, wir dürfen keine Adressänderungen vornehmen und schon gar nicht am Telefon. Und in diesem Fall ist es sowieso zu spät, weil die Straße, wie Sie sagen, gibt es ja da nicht. Das ist aber definitiv Traumstraße 24, 12047 angegeben, das ist die Empfängeradresse. Und da wurde leider die Rücksendung eingeleitet. Also das Paket. Ach, die ist schon eingeleitet. Das ist ja auch nicht schlecht. Ist ja gut, dass ich das erfahre, weil das steht nämlich hier noch nicht. Hier steht nur, nicht, dass es eben nochmal versucht wird, dazu zu stellen. Unser Verdacht ist nämlich jetzt, weil hier wurden schon öfter mal, gab es Ärger mit Paketboten, die dann eins über die Rübe bekommen haben, dass da irgendjemand abgecheckt hat, dass in dem Paket doch, da ist halt was recht Wertvolles drin. Und das denn dort in so einer Kleingartenkolonie, wo natürlich keiner ist, und dann sucht dann irgendein Paketbote irgendjemand. Ne? Deswegen wollte ich jetzt einfach, ich habe schon unseren Paketboten hier vom Haus vorgewarnt, dass wenn das ist oder so, soll er da aufpassen. Das war jetzt meine Frage. Also es wird an den Absender jetzt zurückgesendet, ja? Genau, es wurde heute definitiv die Rücksendung eingeleitet. Also morgen spätestens Dienstag wird der Absender das Paket dann auch bekommen. Das ist gut. Und der Absender, sehen Sie, die Absenderadresse ist die vollständig, die ist auch da. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt jemand, nicht, dass es irgendwo dann hängen bleibt, weil es wäre echt doof. Ja. Nein, das bleibt nicht. Wunderbar, okay. Na Mensch, das ist mal eine Auskunft. Na wunderbar. Ich danke Ihnen. Gerne. Und ja, schönen Tag. Bis dann. Ciao. Also die Rücksendung ist eingeleitet, weil die Adresse natürlich nicht existiert. Und man kann es nicht ändern. Ja, nein, es ist ja an Marlies Müller. So ist es ja nicht. Ja, es ist ja wenigstens, das stimmt ja. Ich habe dem Paketbot Michel gesagt, der meinte, etwa gestern oder vorgestern hat er irgendwas gehabt. Das weiß er nicht genau. Anrufen und dir sagen, dass sie das Rad zwar abholen kann, aber erst dann bei Müller klingeln muss, ab in 2 Stunden. Also ab. Hallo, Müller, mein Name. Und zwar rufe ich an vom Fahrradladen in der Bucklerstraße. Du, dein Fahrrad kannst du abholen, allerdings sind wir erst ab 2 ungefähr im Laden. Nee, da sind wir ja nicht. Ach so, ja, genau. Was ich dazu erklären muss, also wir sind nicht direkt im Laden, wir wohnen
wohnen aber gleich nebenan. Also wenn du dein Fahrrad heute abholen willst, dann einfach Hausnummer 23 klingeln und bei Müller. Dann kommt mein Mann raus. Bis. Ja, genau, stimmt. Ja, dann weiß der Bescheid. Ja, eigentlich sind wir abends denn auf jeden Fall da. Tommy, du bist dann da, oder? Oder musst du nochmal weg später? Ich bin dann da. Wir sind dann später da, genau. Ja, ich war ja heute beim Zahnarzt. Hat er noch gar nicht erzählt. Er hat mir jetzt alle meine Zähne gemacht. Ja. Fertig eigentlich. Aber er will jetzt mit mir noch einen Kostenvoranschlag dafür sprechen wegen der Kronen. Da müssen wir mal gucken, wenn jetzt ein Angebot kommt wegen irgendeiner Serie, die sie da machen wollen. Die sind auch satt mit Sachen, ne? Ja. So viel Zeit. Die wollen auch lieber künstliche Formate. Ja. Weil die Leute das wollen. Das ist nun mal so. Keiner will die Realität ins Auge blicken. Wir will dann schon sehen, wie wir uns im Auto unterhalten über Zahnärzte, über verschwundene Pakete von DHL, über Netflix und D-Max. Oder irgendwelche Fahrradläden. Fahrradladen, wen interessiert das denn? Niemanden. Oder wie wir unsere Töchter zur Schule bringen. Wie wir frühstücken, Mittag, Essen, Abendbrot, Kaffee trinken. Der Form Drink, der sogenannte. Yes, it's a Form Drink. Ich habe so viele Ideen für T-Shirts, die ich so machen könnte, nur aufgrund der Kommentare von YouTube. Was ist denn ein Formdrink? Schaumgetränk. So. Hat doch einer gefragt. What is this Form Drink? Okay. Drink in the morning oder irgendwie so. Hat doch einer gefragt mal vor Ewigkeit. Ich kenne nur den Dörrschaum. Dörrschaum, genau. Dörrschaum geht auch. Das ist aber eine Eigenkreation. Ja. Aber YouTube-Kommentar-T-Shirts. Weißt du, dass mir meine Schienbeine heute immer noch wehtun? Ja, ist ja normal. Ich glaube, die sind ein bisschen entzündet. Ich bin vorhin ein bisschen gerannt. Ich bin vor Schmerzen fast zusammengebrochen. Und weißt du was? Ich bin heute locker flockig die U-Bahn-Stufen hochgesprungen. Meine Frau trainiert ja fleißig für Olympia. Die Jugend macht es nicht mehr. Es gibt kein Olympia mehr. Ja, was ist eigentlich mit Olympia? Sag mal, bei Corona? Keine Ahnung. Aber das ist doch eh nicht jährlich. Ohne Zuschauer, ohne alle? Schon. Na, nur mal ein bisschen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich beim Zahnarzt was durchbringe. Und in Neukölln machen die das alles so. Schön. Ist komisch, oder? Weil die Leute genau wie du das machst mit dem Laden. Ich mach das einfach so. Du machst genau. Viele Sachen einfach so. Und auch die Preise sind arme Leute Preise. Ja, das ist wahrscheinlich auch anders. Tatsächlich wäre ich auch anders, wenn ich woanders sein würde. Mhm. Und das selbstverständlich ist, dass man für einen Schlauchwechsel 20, 25 Euro bezahlt. Ja. Dann würde ich auch 20, 25 Euro nehmen, klar. Deswegen werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Weil irgendwo schlägt sich ja nieder. Es schlägt sich ja letztlich dann bei uns in der Familie nieder. Wir können uns keine größere Wohnung leisten. Wir können keine Urlaube uns leisten. Wir können uns kaum Urlaube leisten. Alle paar Jahre mal. Tja, und dann auch nur, weil wir halb gesponsert werden. Das ist doch lächerlich. Dafür gehe ich 12 Stunden am Tag arbeiten. Minimum. Wegen sowas. Was wir uns aber leisten, ist eine schöne Schule für die Kinder. Das ist das Einzige, was wir uns leisten. Ja. Die Schule. Das ist das größte Geschenk, was ich meinen Kindern machen kann. Ist ja auch echt schön da, wirklich. Die Kinder sind da wirklich gut aufgehoben. Die sind alle so lieb und, ja. Und wollen auch nur das Beste für die Kinder. Und so ein schönes Gebäude. Oder? Und dann machen die so tolle Ausflüge dauernd. Das haben die in der Kita nie gehabt. Oh, nicht einen Ausflug haben die gemacht in der Kita. Und jetzt, was machen die, also vor Corona, abends im Friedrichstadtpalast, ja, Anouk. So eine Sache. Ja, ich bin auch stolz darauf, dass ich meinen Kindern das ermöglichen kann. Bis im Moment macht es wenig Sinn, tatsächlich. Hm. Ja, aber dafür kann keiner was. Dafür kann keiner was. Weder die Schüler noch die Kinder. Richtig. Das ist auch für die Kinder ja nicht schön. Hm. Im Moment hätte es echt Sinn gemacht, wir hätten eine größere Wohnung.
weil jetzt alle aufeinander klucken, das ist so stressig und ist nicht gut, die Situation. Ich bin so gereizt. Und wenn dann auch noch was schief geht. Du, ich habe letztens zu Tina auch am Telefon gesagt, dass sogar du gestresst bist. Du, der viel lieber zu den Kindern ist und immer gelassen. Und du sogar die bessere Mutter bist. Du bist sogar gestresst. Ich schäme mich so. Es gibt mir das Gefühl von, okay, Marlies, ist sogar normal. Tommy ist gestresst. Naja, aber das ist doch nur, weil so viele andere Sachen noch anstehen gerade. Und dieses Platzding macht mich auch fertig. Weil ich sie wieder abholen fahren. Und ich habe nicht vernünftig gefrühstückt, dann krieg ich Magengeschwüre. Danach muss ich gleich wieder los Lumen wegbringen zu Barbara. Gott, das wäre was für ein Tag. Und ich bin dann mit euch zu Hause, weil ich bin heute nicht im Laden, weil ich das ja nicht schaffe. Ja, Achim kommt irgendwie auch nicht. Und Achim ist auch nicht gekommen, genau. Ich bin jetzt 15 Minuten rumgefahren wegen Parkplatzsuche. Ich habe bis jetzt einen Parkplatz gesucht. Ja. Wo hast du einen gefunden? Bei Lidl. Guten Morgen. Next day, Samstag. Ich gehe ran. Ja, gut, dann auf. Danke an den edlen Spender, an dieses wunderschöne Frühstück, was hier einfach vorm Laden lag. Ein halb ausgetrunkener Becher mit irgendwas und ein angebissenes Brötchen. Danke dafür. Nur ich brauch's nicht. Also, jetzt werde ich draußen erstmal den ganzen Müll wegräumen, ein bisschen was sauber machen. Wieder mal vom Laden ein bisschen fegen, übliche Präsenz zeigen. Und ab Montag habe ich wieder normal geöffnet. Das ist der letzte Tag, der so ein bisschen gammelig sozusagen erscheint. Ab Montag ganz normal, ich wieder alleine hier im Laden. So wird es aussehen. Einfach mal. Ja, und dann geht es alles im üblichen Rhythmus wieder weiter. 12 Stunden am Tag. Jeden Tag bis auf Sonntag. Und die Welt draußen hat sich so weit normalisiert. Die Leute sind wieder unterwegs ohne Ende und Arbeit läuft, Kita fängt wieder an, man kann jetzt wieder ein bisschen jonglieren mit den Arbeitszeiten sozusagen, also man kann jetzt auch wieder, man darf jetzt wieder arbeiten gehen, ja, es ist wieder so ein bisschen abgedeckt, ein bisschen Entlastung, mal ich hatte ein bisschen Entlastung, weil die Kita auf hat, die Schule ist zweimal die Woche, das ist ein bisschen schwierig, da werde ich ab und zu kurz zumachen müssen, dann meine Tochter wenn er wieder herkommt und so weiter und so weiter. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache, ehrlich gesagt, aber ja, so ist es. Ich mache um 9 Uhr auf alle Fälle, und ich mache um 9 Uhr zu, auf alle Fälle. Dann nimmt das mal wieder ein bisschen Form an. Hier ist ja furchtbar. Hier geht ja auch nicht weiter. Hier bleibt alles liegen, das ist chaotisch ohne Ende. Das geht mir auf die Nerven. Das ist mir viel zu stressig. Und dann ist das auch, wenn ich das wieder alleine alle drucke, ist das auch alles ein bisschen, weiß ich nicht, für mich besser. Ich glaube, ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ, der irgendwie so die Arbeit gerne abgibt.
Hey, da bin ich jetzt. Sagen wir mal so, zumindest diese halben Geschichten, so halt mal ein bisschen hier und mach mal ein bisschen da, das ist doof. So, komplett abgeben geht vielleicht schon, wenn man da nicht viel mit zu tun hat, aber hier in dem Laden, da steckt da wirklich mein Herzblut. Seit 10 Jahren versuche ich hier den Laden irgendwie nach vorne zu bringen und es geht im Moment nur noch zurück, zurück, zurück. Und es geht mir auf die Nerven, total, in jeder Hinsicht. Deswegen mache ich das ab Montag dann wieder alleine. Und im alten Rhythmus, 12 Stunden am Tag. Also, ja. Das hat nichts mit Achim zu tun oder sowas, sondern einfach nur mit mir selbst natürlich ein bisschen. Ist meine Geschichte. Und ich brauche diesen Rhythmus. Alles andere nützt mir nichts. Das ist noch mehr Stress. Wenn ich diesen Rhythmus aber habe, morgens hier sein, abends gehen, dann ist das für mich okay, weil dann bin ich auf Arbeit und das war hart. Aber wenn ich immer zwischendurch mal auf Arbeit, mal zu Hause, mal in der Schule, mal dort und dann wieder zurück auf Arbeit, das funktioniert bei mir nicht. Also steht es mir denn hier? Man kann sich nur auf eine Sache wirklich gut konzentrieren. Und das möchte ich genauso haben. Entweder ich bin zu Hause oder ich bin auf Arbeit. Beides zusammen geht zum Beispiel nicht. Und dann noch eine dritte und vierte Sache geht nicht. Deswegen mache ich das so. Also, bis gleich. Der erste Fall für heute wäre, Zoohefte rauszusuchen. Weil ich habe jetzt irgendwie einen Stammkunden über eBay schon seit Jahren. Der kauft ab und zu mal ein Zooheft bei mir. Jetzt hat er einen größeren Posten gekauft, 12 Stück. Und die würde ich ihm gerne natürlich zukommen lassen. Dann muss ich die erstmal raussuchen gehen. Könnt ihr kurz noch mal mitkommen. Machen wir noch. Und dann sind wir hier unten im Laden. Und dann geht das los. Mit diversen Überraschungen, die uns die Leute kredenzen werden. Und ich hoffe auch dieses Rad, wo ich überhaupt nicht die Aufnahme gefunden, wo ich das aufbaue. Ich könnte irgendwie, bin ich sehr ärgerlich darüber. Das habe ich ja aufgebaut, das Rad ist fertig zum Verkauf. Schauen wir mal, ob sich dafür auch jemand interessiert. Gucken wir mal. Also jetzt gehen wir erstmal das Ding holen. Es ist voll. Ja, ich weiß. Das Sofa muss weg, der Stuhl muss weg. Und hinten dieses, der Warmhalteschrank muss weg. Das Sofa müsste noch nicht mal weg, wenn wir eine große Wohnung hätten. Wäre das ganz cool. Haben wir aber nicht. Wird wohl auch nichts mehr werden. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Zoo Berlin Geschäftsbericht. 1994. 50. Das ist ein schönes Werk, ne? Gucken wir mal. Hey, hey, hey. Und dann bringen wir es mal rüber und dann. Das wird jetzt ordentlich verpackt alles. Und dann ist ein Sammler glücklich. Ei, was für eine Gegend. Was für eine Gegend. Gut, okay, alles klar. Ich bin da. Jetzt wollte ich draußen ein bisschen sauber machen. Das mache ich jetzt. Die nächste Aufbau. Rein. Das passt. Ja. Tja, wir haben den ersten Auftrag, den ersten Fall heute sozusagen. Schlauch wechseln und ein klapperndes Schutzblech am Vorderrad. Also Leute, was will man mehr? Mein Nachbar hier drüben, der vermietet ja für 20 Euro im Monat ein Fahrrad. Da bin ich machtlos gegen. Und deswegen vermiete ich nicht mehr, sondern ich verkaufe gerne ein schönes Rad hier und da. Aber der Herr wollte jetzt ein gutes Rad mieten. Nicht mieten, sondern kaufen. Ein gutes Rad, ein schönes Rad. So Rennrad oder so. Hätte er gekauft für 60 Euro. Was habt ihr so? Ich sag, für 60 Euro bekommst du in einem Fahrradladen kein gutes Rad, geschweige denn ein Rennrad. Ich sag, wenn du ein Rad für 60 Euro bekommst in einem Fahrradladen, dann ist das ein, genau, ein Rad zum Heulen. Aber doch nicht
irgendwas Gutes, was man denn, da hole ich mir lieber ein Mietrad für 20 Euro im Monat, fahre das 3 Wochen und dann ist gut, gibt es wieder ab und hab keine Sorgen. Es ist unglaublich, dass die Leute mit dieser Vorstellung kommen, Räder wären umsonst oder so am besten. Das hat die Stadt noch nicht eingeführt. Das sollten sie mal tun, aber es haben sie noch nicht eingeführt. Wäre mal ein Vorschlag wert. Umsonst, Räder umsonst. Da gab es irgendwie so ein Gehändel. Für die Wartung seid ihr zuständig, aber die Räder gibt es umsonst. Ja, so eine Geschichte. Gut. Weg von dem Thema, ist ja ein leidiges, ich kann es nicht mehr hören. Billig, 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 billig. Hinterrad platt. Warum auch immer, keine Ahnung. Das ist ein Marathon Plus Reifen, ne? Ich weiß nicht, warum dauernd diese Reifen platt gehen. Vermutlich, weil die Leute, die diese Räder fahren, auch nicht aufpumpen. Weil das ist natürlich ganz wichtig bei so einem Rad, dass man ab und zu nachpumpen muss. Die Familie hier kommt immer nur zu mir, wenn es schon zu spät ist. Wenn es gerade platt ist. Und dann muss ich den Schlauchwechsel machen. Man muss ja wieder erklären, ja, es ist zwar ein Marathon Plus Reifen, aber er funktioniert natürlich nur, wenn er auch Luft hat. Wenn der Reifen keine Luft hat, kann er nicht funktionieren. Eine Tatsache, die dann teuer bezahlt werden muss. Was dann irgendwann auch zu einer kleinen Missstimmung führt, weil man hat ja für den Reifen auch mal Geld bezahlt und so weiter und so fort. Aber es ist halt eine Tatsache. Genauso wie es eine Tatsache ist, dass man für 60 Euro kein Rennrad in einem Fahrradladen kaufen kann. Schon gar nicht ein legales, was sich gut fährt. Das ist mir noch nie untergekommen. Und Pitlock wartet verzweifelt auf mein Video offensichtlich. Also ich... Tut mir leid, ich habe keine Zeit gerade. Es kommt. Die liegen alle noch da, die Teile. Jetzt lagen sie da. Jetzt liegen sie da wieder. Ich muss das machen. Ich weiß. Okay, danke. Na dann. Liebe noch das klappernde Blech. Was macht man, wenn Blech so klappert? Ja, dies hier.
ja, improvisieren. Was sonst? Die Nieten sind ausgerissen, wie immer. Keine Nieten mehr da. Jetzt muss man hier ein bisschen, kann man ein bisschen improvisieren. Und zwar klemme ich jetzt hier einen Schlauch drunter. Das ist alles furchtbar. Macht alles keinen Spaß eigentlich. Aber so ist es nun mal. Okay. Das klappert nicht mehr. Mal gucken, wie lange der Ständer funktioniert wieder und ist fest und das Hinterrad hat keinen Plattenreifen mehr. Ich möchte mal sagen, die Aufgaben sind erfüllt. Der zweite Auftrag heute, Samstag. Also es läuft wirklich überhaupt nicht gut, muss ich mal sagen. Noch ein Platterreifen. Aber egal, muss gemacht werden. Ich brauche jeden Cent. Und hier fehlt sogar eine Kettenblattschraube. Da. Einfach nicht da. Einfach weg. Das ist dem Kunden gerade draußen beim Aufpumpen geplatzt. Er hat nicht darauf geachtet, ob der Reifen richtig sitzt. Hat vor einer Woche circa den Schlauch getauscht. Wahrscheinlich ist es ein Einbaufehler, man weiß es nicht. Schauen wir uns gleich an. Ich werde jetzt am Wochenende viel zu schneiden haben. Damit ich euch vielleicht heute Abend noch was präsentieren kann. Und dann eben morgen eine kleine Geschichte, damit ich mal wieder auf Null bin. Und am Montag geht es ja wieder normal los. Dass ich immer nachts schneide, denn. So. Glück gehabt. Gut, next. Oder viel mehr Feierabend. Und gibt's wieder Stress? Es gibt wieder Stress am Abend hier, wie immer. Ich verabschiede mich aus dieser wunderschönen Woche und sag Tschüssi. Ganz genau. Also ciao, macht es gut, bis nächste Woche. Ciao.